Sie, warum ich Sie angehalten habe? Vielleicht wegen der Leiche im Kofferraum oder weil die Karre geklaut ist. Die Witze mache immer noch ich. Jawohl, Herr Oberförster. Na, ich habe Sie gemessen und Sie haben die gesetzlich vorgeschriebene Geschwindigkeit erheblich überschritten. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich habe einen sehr, sehr schweren Beruf und ich bin ständig unter Termindruck. Deswegen. Was soll denn das für ein Beruf sein, wo Sie es immer so eilig haben? Ich bin Afterdehner. Was sind Sie? Afterdehner. Erklären Sie mir das mal. Ja, also ich mache After größer. Zuerst nehme ich einen Finger, weite den After etwas auf, dass zwei Finger hineinpassen. Mit zwei Fingern weite ich den so weit auf, dass drei Finger und dann die Hand hineingeht. Mit der Hand dehne ich den After dann auf Faustgröße. Mit der Faust dehne ich den After so circa, dass ich mit dem Ellenbogen reinkomme. Und dann mache ich den After auf 1,80. Und was machen Sie mit 1,80 Meter großen Arschlöchern? Die stecke ich in eine Uniform, gebe denen eine Laserpistole und stelle sie an die nächste Kreuzung. Sag ich doch. Arschloch.